Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal aus einer anderen Location, nämlich aus meinem Auto. Und zwar geht es heute darum, dass manche vielleicht auch das Problem kennen, dass beim Autofahren der Gurt über die Brust rüberrutscht und der Gurt dann mit der scharfen Kante direkt hier am Hals entlang schraubt. Das Problem haben hauptsächlich Leute mit großer Oberweite, dazu zähle ich leider auch, aber auch viele Kinder und auch sonst haben viele Leute dieses Problem. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass ich heute solche Gurtpolster als Projekt mit dir arbeiten möchte, die verhindern, dass der Gurt mit der scharfen Kante direkt in den Hals einschneidet und das Ganze komfortabler sitzt. Ansonsten bin ich immer dabei, den Gurt wieder über meine Brust rüberzuschieben und immer am Zuppeln und so schneidet einfach mit dem Polster der Gurt nicht mehr direkt bei mir in den Hals ein. Wenn dich interessiert, wie auch du solch ein Gurtpolster ganz einfach mit deiner Strickmaschine selber kurbeln kannst, dann bleib jetzt gerne dran. In naher Zukunft werde ich auch noch solch ein Polster auf den Strickringen arbeiten, aber heute gibt es erstmal die Variante für die Strickmaschine. Wie gesagt, wenn dich interessiert, wie du das Ganze machst, dann bleib jetzt gerne dran. Für diese Gurtpolster benötigst du neben deiner kleinen Strickmaschine mit 22 Nadeln ein Garn in der Farbe, in der du dein Gurtpolster gerne arbeiten möchtest. Wie bereits im Intro gesagt, ist mein Auto rot und hat graue Sitze, weshalb ich mich dazu entschieden habe, ein rot-graues Gurtpolster zu machen. Den roten Teil habe ich bereits fertig und heute arbeite ich mit dir den grauen Teil. Dann benötigst du ein Abfallgarn für den Anfang und das Ende. Das Abfallgarn wird allerdings hinterher wieder entfernt. Eine Schere benötigst du noch, eine Häkelnadel und eine Wollnadel. Dieses Teil hier vorne ist eine Fadenspannvorrichtung. Da die Adi-Strickmaschinen keine Fadenspannvorrichtung besitzen, ist es sehr hilfreich, dass man separat optional Fadenspannvorrichtungen nachkaufen kann. Ich verlinke dir gerne mal meine Variante unter dem Video in der Videobeschreibung. Diese Variante wird einfach hier oben in die Fadenführvorrichtung eingeklemmt. Du kannst selber entscheiden, auf welcher Seite die Schlitze sein sollen. Ich habe mein Arbeitsgarn meistens auf der rechten Seite liegen, weshalb in meinem Fall die Schlitze eben nach links zeigen. Du kannst das Ganze aber auch andersrum in die Fadenführvorrichtung einklemmen. Wie gesagt, das Ganze ist optional. Wenn du das Garn gerne mit der Hand führen möchtest, kannst du das natürlich genauso machen. Setze zuallererst deinen Rundenzähler auf 0. Das machst du, indem du bei den Adi-Strickmaschinen an dem kleinen Rad hier an der Seite drehst. An den Centro-Maschinen und anderen baugleichen Maschinen, die einen Rundenzähler besitzen, hast du obendrauf einen Knopf und den betätigst du einmal, sodass dort viermal die 0 steht. Du beginnst an der ersten andersfarbigen Nadel. Hier bei der kleinen Adi-Strickmaschine hast du 3 schwarze Nadeln und alle anderen Nadeln sind weiß. Bei den Centro-Maschinen und baugleichen Maschinen ist eine Nadel andersfarbig. Hänge den Arbeitsfaden vom Abfallgarn von oben in die Strickmaschine rein und unter den Haken der ersten andersfarbigen Nadel, in diesem Fall die erste schwarze Nadel. Dann kurbelst du ganz langsam weiter und gehst ab jetzt abwechselnd hinter und vor den Nadeln entlang und lässt an allen Nadeln, bei denen du den Faden vorne entlang führst, den Arbeitsfaden von dem Haken aufgreifen. Achte dabei auf eine sehr lockere Fadenführung, denn wenn du zu stramm arbeitest, wird das Arbeiten unnötig erschwert und es besteht die Gefahr, dass die Nadeln brechen. Wieder am runden Anfang angekommen, lässt du den Faden von dem Haken aufgreifen und dann kannst du auch schon den Arbeitsfaden in die Fadenführvorrichtung einführen und wenn du möchtest auch schon in den Fadenspanner.
Ich möchte heute eine sehr feste Fadenspannung haben und führe daher den Arbeitsfaden durch alle drei Öffnungen im Fadenspanner. Dann beginnt auch schon die Cast-on-Runde. Du kurbelst jetzt ganz langsam und vorsichtig eine Runde und lässt den Arbeitsfaden von den Nadeln aufgreifen und durch die Schlaufen ziehen. Dabei kann es passieren, dass die Schlaufen nicht richtig über die Pins, die die Nadel einfassen, drüber gleiten. Und daher empfehle ich dir noch einen Strickhaken bereitzulegen oder etwas anderes Spitzes, um nachzuhelfen und die Schlaufen über die Pins, die den Haken einfassen, rüber gleiten zu lassen. Dann kurbelst du vorsichtig und langsam weiter. Da ist jetzt auch wieder der Faden nicht vollständig rübergegangen. Jetzt kurbelst du ein paar Runden, so 8 bis 10 Runden mit dem Abfallgarn weiter. Und bei Bedarf hilfst du den Schlaufen über die Pins rüber. Das ist aber nur für die ersten 1 bis 2 Runden der Fall. Danach läuft das Ganze sehr flüssig und du kannst ohne Unterbrechungen weiterkurbeln. Also, ich kurble dann jetzt mal so 8 bis 10 Runden hinter der Kamera weiter und komme dann gleich wieder, um zur Hauptfarbe überzugehen. So, ich habe meine 10 Runden gekurbelt. Der Zähler ist gerade auf die 11 übergesprungen. Und jetzt schneide ich den Arbeitsfaden einfach ab, denn das Abfallgarn wird jetzt erstmal nicht mehr benötigt. Und das Fadenende vom Abfallgarn, das lege ich nun an der Nadel, an der ich begonnen habe, also an der ersten andersfarbigen Nadel, einfach in die Strickmaschine so rein. Jetzt füge ich dann meine Hauptfarbe an, das Grau. Dafür hänge ich auch einfach den Arbeitsfaden in die Maschine und lasse es von der ersten andersfarbigen Nadel aufgreifen. Kurble ein kleines Stück weiter und führe das Garn durch die Fadenführvorrichtung und in den Fadenspanner. Jetzt ist es empfehlenswert, die beiden Fadenenden im Inneren der Maschine festzuhalten, bevor du ganz vorsichtig weiterkurbelst. Und in dieser Runde lässt du erst einmal alle Haken den Arbeitsfaden der Hauptfarbe einmal aufgreifen. Nach dieser Runde setzt du den Zähler wieder auf 0 und kurbelst ab jetzt 60 Runden in der Hauptfarbe. Wenn du dein Gurtpolster etwas länger haben möchtest, dann arbeitest du mehr Runden. Ich habe ja den ersten Teil für meinen Gurtpolster in Rot schon abgeschlossen und hier habe ich 60 Runden in Rot gekurbelt. Daher mache ich jetzt auch 60 Runden in Grau weiter. Die kurbel ich hinter der Kamera und bin dann gleich wieder zurück. Ich habe meine 60 Runden abgeschlossen. Hier springt die Nadel gerade auf die 61 über. Das heißt, ich kann jetzt auch hier den Arbeitsfaden abschneiden. Die Hauptfarbe wird nun nicht mehr benötigt und der Faden davon wird nun in die Maschine reingelegt.
Jetzt füge ich wieder das Abfallgarn an. Und zwar auch wieder hier an der Nadel, an der ich begonnen habe. In meinem Fall die erste schwarze Nadel. Lege den Faden in die Fadenführvorrichtung ein und in den Fadenspanner. Halte von innen beide Fadenenden etwas fest und kurble nun noch einmal so circa 8 bis 10 Runden mit dem Abfallgarn weiter, bevor das Ganze dann gleich von der Maschine gelöst wird. Dann kann ich auch hier den Arbeitsfaden abschneiden und das Garn in die Maschine reinlegen. Jetzt kurbel ich einfach nochmal 2 Runden komplett ohne einen Faden mitzuführen und dadurch löst sich das Gestrick dann gleich von den Haken runter. Die Maschine wird nun nicht mehr benötigt. Jetzt ziehst du das Gestrick erst einmal etwas in die Länge und streckst damit die Maschen. Und dann werden die beiden Enden verschlossen. Achte darauf, dass bei beiden Enden das Stück Restfaden vom Anfang und vom Ende aus dem Strickschlauch herauskommen. Drehe das Ganze so, dass das Fadenende in der Hauptfarbe an der Seite liegt. Und jetzt wird das Ganze hier an dem Ende verschlossen. Du kannst das Ganze entweder vernähen mit Hilfe des Restfadens oder verhäkeln. Meine bevorzugte Variante ist das Verhäkeln ohne einen zusätzlichen Faden mitzuführen. Dafür gehe ich von vorne durch die erste Schlaufe der vorderen Reihe und die erste Schlaufe der hinteren Reihe. Ich habe nun 2 Schlaufen auf der Häkelnadel liegen und hole die Schlaufe, die sich vorne am Haken befindet, durch die hintere Schlaufe durch. Dann gehe ich eine Masche weiter und von hinten durch die nächste Schlaufe der hinten liegenden Reihe und von hinten durch die nächste Schlaufe der vorne liegenden Reihe. Dadurch habe ich jetzt 3 Schlaufen auf der Häkelnadel liegen. Jetzt hole ich die vorderste Schlaufe, also die, die sich vorne beim Haken befindet, durch beide hinteren Schlaufen hindurch. Dann gehe ich wieder durch die nächste Schlaufe der vorderen Reihe von vorne durch und ebenfalls von vorne durch die nächste Schlaufe der hinten liegenden Reihe. Habe jetzt wieder 3 Schlaufen auf meiner Häkelnadel liegen und hole davon die vorderste durch beide hinten liegenden Schlaufen durch. Dann gehe ich von hinten durch die nächste Schlaufe der hinten liegenden Reihe und von hinten durch die nächste Schlaufe der vorne liegenden Reihe. Habe wieder 3 Schlaufen auf meiner Häkelnadel und hole die vordere Schlaufe durch beide hinteren Schlaufen durch. Dann von vorne wieder durch die nächste Schlaufe der vorderen Reihe und von vorne durch die nächste Schlaufe der hinteren Reihe und die vorderste Schlaufe durch die anderen beiden durchholen. Und das für die gesamte Reihe so weiter. Nachdem ich die letzten beiden Schlaufen dieser Kante miteinander verhäkelt habe, hole ich das Fadenende in der Hauptfarbe einmal durch die letzte Schlaufe auf der Häkelnadel durch, aber nicht vollständig, und verschließe das Ganze mit einem festen Knoten. Auf die gleiche Art und Weise verschließe ich nun auch noch die andere Kante. Wenn beide Seiten dann verschlossen sind, kannst du das Abfallgarn entfernen. Bei der einen Seite kannst du das Ganze einfach aufribbeln, indem du an dem Faden ziehst. Dadurch lösen sich die Maschen dann wieder auf. Und auf der anderen Seite entfernst du das Abfallgarn, indem du den Anfang suchst und den Faden durch die Schlaufen rausziehst.
Dafür kannst du wieder deinen Strickhaken oder was anderes Spitzes zur Hilfe nehmen oder du machst es ganz einfach mit den Fingern. Da musst du schauen, wie das für dich am besten funktioniert. Erstmal die einzelnen Schlaufen suchen und dann rausziehen. Sobald das Abfallgarn entfernt ist, kontrollierst du, ob du auch wirklich alle Maschen gesichert hast. Auf der Seite sieht es gut aus. Und auf der Seite ebenfalls. Falls nicht, kannst du das Ganze noch korrigieren, indem du ein Stück Garn anbringst und das Ganze dann noch vernähst oder verwebst, verknotest oder was auch immer. Und wenn das Ganze so passt, kannst du die Fadenenden in das Innere des Schlauchs führen und dort verstecken. Die überschüssigen Garnenden kannst du dann ganz einfach abschneiden. Dieses Teil brauchst du zweimal, das heißt, du strickst jetzt noch ein zweites davon, entweder in der gleichen Farbe oder in einer anderen. Ich habe mich ja, wie vorhin schon erwähnt, dazu entschieden, das Ganze in Rot und Grau zu halten, weil mein Auto rot ist und graue Sitze hat. Und diese beiden Teile müssen dann noch miteinander verbunden werden. Hier kannst du selbst entscheiden, ob du das Ganze vernähen oder verhäkeln möchtest. Ich werde hier die gleiche Technik anwenden, wie ich auch zum Verschließen der Kanten angewandt habe, nämlich das Ganze ohne zusätzlichen Faden an einer Seite zusammenzuhäkeln und die andere Seite, die bleibt offen. Da komme ich dann gleich dazu. Jetzt verschließe ich erst einmal diese Kante. Das heißt, ich suche bei beiden Seiten die erste Randmasche raus, steche durch beide Randmaschen von vorne durch und hole die vorne liegende Schlaufe durch die hintere durch. Dann gehe ich von hinten durch die nächste Randmasche der hinten liegenden Reihe und von hinten durch die nächste Schlaufe der vorne liegenden Reihe und hole die vordere Schlaufe durch beide hinten liegenden Schlaufen durch. Und das mache ich nun einmal, bis ich oben beim Ende angekommen bin. Und dann fixiere ich das Ganze hier oben. Dazu komme ich aber gleich. Ich bin jetzt hier ganz oben am Ende der Kante angekommen. Und jetzt muss das Ganze natürlich noch fixiert werden. Und darum habe ich mir jetzt einfach nochmal ein Stück von dem Grau abgeschnitten. Und ziehe das jetzt durch die letzte Schlaufe auf der Häkelnadel durch. Allerdings nicht vollständig, sondern nur zur Hälfte. Gehe dann auf der Innenseite durch ein, zwei Maschen hier in der Häkelkante durch und hole auch hier das Grau, also den Restfaden einmal durch. Und alles, was ich dann noch machen muss, ist die beiden Enden von diesem Restfaden miteinander mit einem festen Knoten zu verbinden. Dadurch wird oben das Ganze schön gesichert und kann sich nicht wieder öffnen. Die Fadenenden werden jetzt noch versteckt, indem ich beide Fadenenden gemeinsam auf die Wollnadel aufhebe. Und durch eine der umliegenden Maschen in den grauen Teil des Gurtpolsters rein führe und an beliebiger Stelle wieder raus. Und den Garnüberschuss, den schneide ich einfach bündig ab. Jetzt ist das Ganze schon fast fertig. Hier kommt dann der Gurt rein, dann wird es einmal zugeklappt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Verschlussmöglichkeit für diese Kante. Die meisten Gurtpolster, die es im Handel zu kaufen gibt, haben Klettverschluss,
Das ist aber bei gestrickten Varianten nicht empfehlenswert, da sich das Garn in den Kletten, also in der rauen Seite des Klettverschlusses, verfangen kann und dann ganz schnell auflöst und kaputt geht. Das wollen wir nicht. Dann habe ich überlegt, mache ich einen Druckknopf einfach an verschiedenen Punkten fest. Würde gehen, aber auch hier hätte ich zu viel Angst, dass das Ganze dann ausreißt. Magnetverschlüsse würden theoretisch auch gehen, aber dann müsste das Ganze in der Breite weiter sein. So, wie kann man das Ganze jetzt lösen? Hier bin ich jetzt auf verschiedene Möglichkeiten gekommen. Zum einen könnte man an drei, vier Punkten solche Karabiner anbringen und das Ganze somit verschließen. Oder man macht es sich noch einfacher. Man macht so für jede Seite drei oder vier Luftmaschenketten direkt durch die Maschen durch. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten und verknotet diese dann oder macht Schleifen. Das geht am einfachsten und am schnellsten. Des Weiteren habe ich noch eine Lösung gefunden, die werde ich wahrscheinlich anwenden. Kleinen Moment. Und zwar habe ich beim Teddy diese Kordelstopper gefunden. Musst einfach mal schauen, ob es die bei eurem Teddy gibt. Ansonsten kannst du sie auch im Internet bestellen, auf verschiedenen Plattformen. Ich verlinke dir auch welche unten in der Videobeschreibung. Dort kannst du sie ganz einfach beziehen. Es handelt sich um Affiliate-Links, genau wie alle anderen Links, die ich dir in die Videobeschreibung packe. Für dich als Kunden ändert sich nichts, aber für mich ist es eine kleine Unterstützung. Diese Kordelstopper sind ideal dafür geeignet, dieses Gurtpolster um den Autogurt herumzulegen. Und auch hier werde ich erst einmal für jede Seite drei oder vier Luftmaschenketten häkeln, direkt durch die Maschen durch. Eine der Luftmaschenketten dann durch die Kordelstopper durchführen und die andere Luftmaschenkette dann, wenn das Ganze gleich im Auto angebracht wird. Das zeige ich dir aber dann gleich, wenn wir raus zu meinem Auto gehen. Um das Ganze jetzt einfach zu halten, mache ich alle Luftmaschenketten mit dem Grau. Dafür nehme ich wieder meine Häkelnadel zur Hand und gehe ganz oben in der Ecke der einen Seite durch die Randmasche durch und hole den Arbeitsfaden einmal durch. Und fixiere das Ganze mit einem ganz normalen festen Knoten, so dass das Grau erst einmal angebracht ist, angefügt ist. Jetzt gehe ich durch die gleiche Masche in der Ecke nochmal durch und hole den Arbeitsfaden einmal so durch. Ich versuche, den Knoten des Ganzen so nach innen zu legen, damit man den von außen nicht so sieht. Das wäre aber auch nicht so schlimm. Und jetzt mache ich einfach ein paar Luftmaschen. Wie viele kann ich dir nicht sagen. Das ist ganz allein deine Entscheidung. Ich denke, dass ich so pro Luftmaschenkette 10 Stück machen werde und schaue dann einfach mal, wie lang das Ganze ist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Das sollte schon reichen. Dann mache ich eine extra Luftmasche und schneide den Faden ab. Ziehe die Schlaufe etwas länger und mache durch diese Schlaufe hindurch jetzt einen Knoten. Das hält auch schon. Richtig schön festziehen. Dann kann das Ganze abgeschnitten werden. Und zur Sicherheit, wenn du nicht möchtest, dass das Ganze wieder aufgeht, kannst du bei Acrylgarn das Ende auch noch etwas anschmelzen. Und dadurch hält es etwas besser.
das Fadenende, mit dem du die Luftmaschenkette begonnen hast. Das kannst du später ganz einfach zwischen den Maschen im Inneren des Gurtpolsters verstecken und dann fällt es auch schon nicht mehr auf. Ich mache jetzt noch weitere Luftmaschenketten. Wie gesagt, ich mache an jeder Luftmaschenkette 10 Luftmaschen und werde an beiden Seiten jeweils 4 Luftmaschenketten zu jeweils 10 Luftmaschen dran häkeln. So, die 4 Luftmaschenketten an jeder Seite sind nun angebracht und nun kann ich dann die Kordelstopper anbringen. Wie erwähnt, wird erstmal nur eine Seite durch den Kordelstopper geführt und die andere Seite dann später, wenn das Polster um den Gurt gelegt wird. Dafür drückst du einfach den Knopf des Kordelstoppers runter und kannst dann die Luftmaschenketten durch die Öffnungen führen. Und das letzte. So, und dann gehen wir auch mal raus zu meinem Auto und ich zeige dir, wie das Ganze um den Gurt gelegt wird und für den Abschluss des Videos. So, hier sind wir jetzt einmal an meinem Auto. Nicht wundern, hier in der Nachbarschaft ist gerade irgendwo eine Säge zugange. Hier ist der Gurt. Und da wird das Ganze dann jetzt einfach so rumgelegt. Du siehst, das passt wunderbar von der Breite. Und dann musst du einfach nur noch die anderen Luftmaschenketten ebenfalls durch den Kordelstopper führen. Das Ganze schön festziehen, damit es auch gut sitzt. Ich denke mal, die Idee mit dem Kordelstopper ist ideal, denn so kannst du das Gurtpolster auch waschen bei Bedarf und kannst die Kordelstopper vorher einfach entfernen. So, und schon hast du dein Gurtpolster installiert. Ich setze mich jetzt einmal rein. Und dann kannst du sehen, wie das Ganze angelegt aussieht. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Durch das Gurtpolster schneidet mir der Gurt jetzt nicht mehr direkt hier in den Hals ein und das Ganze ist beim Fahren etwas komfortabler. Denn ohne dieses Gurtpolster müsste ich, wie vorhin im Intro erwähnt, immer wieder den Gurt zurückschieben, weil aufgrund meiner leider doch ziemlich großen Oberweite alle Gurte bei mir immer wieder so über die Brust rutschen und der Gurt dann direkt in den Hals eindrückt. Und durch das Gurtpolster ist das Ganze etwas komfortabler, da die scharfe Kante von dem Gurt mir nicht mehr direkt in den Hals schneidet. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video jetzt eine neue Idee mit an die Hand geben und wenn das so ist, freue ich mich wie immer über ein Like, also über einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Lass mich gerne wissen, wie das Ganze bei dir funktioniert und welche Verschlussmöglichkeit du für dich gewählt hast. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne und angenehme Zeit. Pass auf dich auf. Mach's gut!